So, liebe Zuschauer, für die, die auch schon hier sind, erstmal vielen Dank, dass Sie schon hergekommen seid, die Atmosphäre aufzunehmen hier gleich vor dem Spiel des SV Grünwald-Schwerin gegen den TSC Berlin. Und dass dem SV Grünwald-Schwerin die Fans sehr, sehr wichtig sind, möchte man heute in einer symbolischen Geste dann auch beweisen an zwei wirklich treue Fans, die Angelika und die Solveig, die den SV Grünwald-Schwerin sehr, sehr oft und sehr, sehr lautstark unterstützen, auch bei Auswärtsspielen. Und damit sie das noch viel besser machen können, soll sie jetzt eine kleine Unterstützung bekommen in Form von zwei Trommeln, überreicht von Vivian Erdmann und Anna Pöschel. Und damit möchte sich der SV Grünwald-Schwerin bedanken für die ganz, ganz tolle Unterstützung in der Vergangenheit und erhofft sich eine weiterhin so tolle Unterstützung von den Fans des SV Grünwald-Schwerin in der Zukunft für diese und für weitere Spielzeiten. Vielen, vielen Dank. Hallo, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen hier in der Reeperbahn-Sporthalle Schwerin zum Drittligaspiel des SV Grünwald-Schwerin gegen den TSC Berlin. Zwei Tabellennachbarn, die sich in einem spannenden Spiel hier in Schwerin treffen wollen. Und bei mir, Therese, kann heute leider nicht mitmachen. Erklär uns erst mal kurz, warum. Naja, ich habe eine Verletzung in meinem Sprunggelenk und Wade und ist leider nicht besser geworden in den letzten Wochen und deshalb sitze ich jetzt nebenbei und gucke zu. Ja, von da aus hast du einen guten Blick, auch einen guten Blick auf das letzte Heimspiel hier gegen HC Sachsen. Was ist schiefgelaufen? Na, gegen Sachsen habe ich doch gewonnen. Also da ist es gut gelaufen. Ja, richtig. Gegen, aber nicht so gut gelaufen ist jetzt gegen Rödertal, auch der Tabellenplatz 10 für euch. Sieht nicht ganz so aus, wie ihr euch das vorgestellt habt. Was muss jetzt bei euch passieren, dass es wieder aufwärts geht? Naja, wir mussten jetzt richtig zugreifen in allen Abwehr und zusammenarbeiten, weil das reicht eigentlich mit einem Tor mehr schießen als ein Gegner. Also heißt richtig zudecken in Abwehr und dann schaffen wir das. Ist Zudecken auch das einzig richtige Geheimnis heute gegen den TSC Berlin? Ja, ich denke schon, wenn wir unsere Abwehr ein bisschen so stärker machen als letzte, dann ist es kein Problem, weil wir schießen so ungefähr 30 Tore und das sollte reichen. Also 30 Tore und dann maximal 29 zulassen, das Geheimrezept heute? Genau, also ein Tor mehr, das reicht. Ja gut, dann ist dein Tipp für heute auch 30, 29. Na klar. Ja, dann, ob Therese da recht hat, das werden wir nach dem Spiel kontrollieren beim Spiel Grünwald-Schwerin gegen den TSC Berlin.
So, und damit jetzt auch herzlich willkommen vom Kommentatorenplatz zum Spiel des SV Grünwald Schwerin gegen, und das müssen wir natürlich richtigerweise korrigieren, den Berliner TSC. So rum ist es richtig, und damit beginnt das Spiel hier jetzt in der Reiferbahn. Und dieses Spiel ist insbesondere in erster Linie von der Spannung geprägt. Der 9. gegen den 10. Viele Erwartungen, viele Hoffnungen und eine gute Abwehr, so hat es Therese vor dem Spiel gesagt. Und wir erwarten so ein Spiel, wo sich beide Mannschaften um die 30 einrichten, und der erste Treffer direkt von Vivienne Erdmann, die deutlich besser startet als beim letzten Heimspiel. Und im Gegenzug direkt der Ausgleich von Julia Goldhagen. Und munter geht's los, verworfen von Erdmann. Und wir haben noch nicht mal eine Minute gespielt. Die auslösende Handlung, Schwerin in der offensiven Deckung, gut gelöst. 2-1 für den Berliner TSC. Klare Mahnung jetzt noch gegen Vivien Bartlau. Erdmann lässt den Ball fallen. Vor auch schwacher Pass von Labs. Schön über den Außen. Und es gibt den Freiwurf für den Berliner TSC. Schön hochgestiegen von Berlins Nummer 4, Vivien Schwarz, aber Anna Pöschel im Tor auf der Höhe. Kriegt doch nochmal, das können Sie jetzt nicht sehen, liebe Zuschauer. Klare Anweisung vom Torwarttrainer Mike Patz. Da wusste da nicht wohin mit dem Ball. Viel Aufregung schon in den ersten 3 Minuten hier in der Reiferbahn. Künze, Hüpfwurf, tolles Tor, 2-2. Stolper Bartlau. Sind sie wieder geordnet, aber der Ball fällt trotzdem rein. Schwarz mit dem Treffer, 3-2 für Berlin. Und Stürmer V gegen Bartlau gepfiffen. Durchkommen vor Hot gegen Ernst. Klasse Block von Wendy Künzel, aber landet an den Füßen von Daniel Ernst, deswegen bleibt es bei Freiburg für Berlin. Aha,
Hier der Wahlhand gehölzt. Wieder von Ort. Schlechter Pass von Künzel. Unsicherheiten im Schweriner Spiel, die nicht sein müssten. Sein Spiel gelingt nicht. Bewegt sich die Schweriner Abwehr gut. Aber Lindstrahl bisher große Gefährlichkeit auch, auch wenn es jetzt auf passives Spiel hinauslaufen wird. Genau so ist es. Und da pennt die Schweriner Abwehr und der Berliner TSC in Form von Julia Jenke sagt danke. 4-2. Freier Wurf, aber der Ball zu einfach für Isabel Reiner. Bleibt beim 4-2 für Berlin. Und Pöschel mit der Parade. Oh, klasse Parade von Rainer. Nicht auf der Abwehr. Schön durchgesetzt von Kerstin Labs und wird belohnt mit dem 7 Meter. Und Benny Künzel verwandelt sich ja 3-4 Anschluss. Ja, schön durchgesetzt. Von den Berlinerinnen Ulrike Hamann mit dem Treffer. Schön ausgespielt, klasse verwandelt. Vivian Erdmann. Labs mit dem Ball gewinnt und der Konter für Schwerin, Bartlau. Und der Treffer zum Ausgleich. Und Erdmann verhindert er das schnelle Gegentor. Starker Ballgewinn von Stefanie Lars. Und sie belohnt sich für diese starke Aktion mit der Führung für den SV Grünwald-Verein. 6-5.
Die Abwehrformation von Gröber steht bereits wieder. Ja, aber nicht sonderlich sattelfest. Ulrike Hamann mit dem Treffer. 6-6. Ausgleich. Und jetzt gibt es noch gelbe Karte. Ich glaube, es war gegen die Nummer 2. Da hat er Julia Goldhagen. Und 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Und Svenny Günze verwandelt sich ja gegen Rainer den 7 Meter zum 7-6 für Grün-Weiß-Schwerin. Abgepfiffen und der Konter von Schwerin läuft bereits wieder. Diesmal Bartlau gestoppt. Weiter gespielt und Künzel am Tor vorbei. Da wäre Abarten wohl doch die richtigere Variante gewesen. Der lange Ball kommt nicht an und jetzt hat Schwerin die Möglichkeit, so sagt es auch Trainer Bartlau, das Spiel ruhig aufzubauen. Ein Spielzug angesagt. Schön gedacht. Und jetzt gibt es erneut die gelbe Karte gleich. Gegen den Nummer 6 auf Seite des Berliner THC, so sagt es der Schiedsrichter Rieger Hamann. Kerstin Labs mit dem Wurf am Tor vorbei. Und das große Problem in dieser Saison ist von Grün-Weiß-Schwerin, dass sie etwas zu genau zielen, wie man dann im Fachdeutsch sagt, um nicht zu sagen, sie treffen das Tor nicht. Oh, das ist schön gespielt und wieder das Aluminium bzw. Holter im Handballdeutsch. Und zweit versucht der Ball dann doch drin. Stefanie Lahm. Ach, 6, ist einiges an Feuer jetzt im Spiel. Viel zu einfach gegen Erdmann von Ulrike Hamann. Der Ball ist auch weg, aber Schwerin bleibt im Ballbesitz. Lars scheitert von außen an Rainer. Und das ist ganz stark gemacht von außen. Sarah Bobka mit dem Treffer für die Gäste. 8-8. We'll be right back.
Schöne Finte von Erdmann. Oh, da hat sie Rainer am Kopf getroffen. Er gibt es 7 Meter. Erdmann geht hin und entschuldigt sich. Ja. Ja, die Trainerin des Berliner TSC natürlich aufgebracht. Verständlich, ihre Spielerin liegt am Boden. Es gibt noch die gelbe Karte gegen die Nummer 4. Also Vivian Schwarz auf Seite des Berliner TSC. Ein Torwartwechsel bei den Berlinern. Juliane Meyer kommt jetzt ins Tor. Und jetzt ist wieder Wendy Künzel am 7-Meter-Strich. Bleibt sicher. War ihr 4. Treffer im Spiel, der 3. per 7 Meter. Immer faul entschieden. Berliner unheimlich schnell sortiert wieder. Und so kommt der Fehlpass von Lab zustande. Und da haben sie sich so gut den Ball erarbeitet und dann werfen sie ihn so leicht weg. Da werden sich gerade einige Berliner die Haare gerauft haben, da bin ich mir sicher. Aber das Spiel lebt ja auch ein wenig von der Spannung. Ernst am Kreis, kriegt den 7 Meter. Nach dem Pass von Künzel. Hälfte der ersten Hälfte ist um. Und 7 Meter Nummer 4 für Grün-Weiß-Schwerin. Juliane Meyer kommt wieder ins Tor für den 7 Meter. Beim ersten Mal brachte das nichts. Und auch beim zweiten Mal ist sie machtlos gegen Wendy Künzel. 5. Treffer für Schwerins Nummer 9. Oh, das ist klasse aus, rausgespielt und Anna Pöschel. Berliner Stiller jetzt gut in der Verteidigung. Verschieben gut, machen den Schweriner das Leben schwer. Und jetzt muss nochmal gewischt werden, denke ich. Ja. Lab scheitert von außen. Oh, das ist ein klasse Kreisanspiel. Und mit ein bisschen Glück ist er drin. Jenke. Und zu 9. Er hat mal ein klasse hochgeschieden. Tolles Tor.
Und jetzt gibt es 7 Meter für den Berliner TSC. Und gelbe Karte gegen Kerstin Labs. Und der Ball landet am Gestänge. Und damit Ballbesitz für Grün-Weiß-Schwerin. Boah, das ist ein klasse Camper und Rainer Held. Eigentlich eine tolle Idee, den Camper mit einzustreuen im Spiel. Ganz schwer zu verteidigen, aber der Ball muss natürlich rein. Dann ist die Lücke da. Gibt es noch gelbe Karte gegen Ernst und das Tor von Schimrowski. Wieder Erdmann ans Gestänge. Steigt da wunderbar hoch, hat das ganze Tor offen. Und kriegt den Ball dann nicht weit genug runter. Und Schwerin hat den Ball und der Konter läuft. Bartlau. Treffer. 15. Immer faul entschieden und der Schweriner Konter Express läuft. Diesmal Erdmann am Tor vorbei. Und Bartlau reagiert. Der Wenk wird gleich kommen. Da geht eine Berlinerin zu Boden. Es gibt Gelb gegen Erdmann. Und Goldhagen ist zu Boden gegangen. Es gibt klare Worte von den Schiedsrichtern an den Kreis. Nicht nach hinten sperren. Mit den Armen nach hinten. Dann wissen die Berliner nicht wohin. Und der Ball von Pöschel landet im Seitenaus. Dementsprechend gibt es Einwurf für den Berliner TSC. Und der Wurf von Schimrowski dann. Und Tor vorbei und dann ist Bartlau schon ein Eil und macht den Treffer für Grün-Weiß-Schwerin. 13.
Anna Pöschel ist unten. Starke Parade gegen Schwarz. Jetzt der angesprochene Wechsel. Erdmann geht von der Platte und denkt, jetzt mit drauf. Das ist sehr, sehr gut verteidigt. Auch wenn der Ball. Weil im Tor war das sehen natürlich nicht. Vorher Schritte von Benny Künzel. Deswegen nur der Freiwurf. Aber sehr gut aufgepasst von Vivian Schwarz, die rechtzeitig raustritt. Und Benny Künzel damit das Leben schwer macht. Nicht zur Aktion kommen lässt. Dann wird noch einmal dieselbe Aktion. Jetzt hätte Künzel den Platz gehabt, weil Ernst besser sperrt. Stattdessen der Ballverlust und das Tor für den Berliner TSC. Roscher verkürzt auf 11:13 aus Berliner Sicht. Und Künzel macht den Treffer. Wir Sechster. Aus dem Stand, Marlene Mathieu. Vierzehn-zwölf. Und Labs, mit Glück, der Ball rutscht Rainer durch die Hände. 15-12. Und jetzt Auszeit genommen durch den Berliner TSC. Und da hören wir jetzt mal rein. Das heißt also, wir müssen auf dieser Seite mit zurück. Und da müssen wir nur sie sehen. Keinen Ball, nichts haben wollen. Hinter ihr her. Und wenn sie so läuft und so guckt, dann nehmt eure Arme, wenn er den bekommt, einfach nur hoch. Dann kann sie den Ball nicht sehen. Das ist das eine. Das andere, bei der Künzel, bei der Neuen, ihr müsst eure Hände unten haben. Die kommen den Luftdruck durch. Ihr müsst diagonal nach vorne treten, immer wieder, dass ihr nicht halten kann. Ja? Und nicht parallel stehen, sondern den Schuss so nach vorne machen. Ansonsten kriegen wir das einigermaßen in Luft, die Zuspiele da hinten. Los, kommt weiter! So, die Verordnung von der Berliner Bank war die spezielle Anweisung der Einzelverarztung von Benny Künzel und, wenn ich es recht mitgekriegt habe, Vivian Bartlau, sprich, wie sie dann richtig zu verteidigen wären. Werden wir uns mal anschauen, wie sie das gleich umsetzen in der Defensive. Die Arena-Abwehr macht das sehr, sehr gut. Vielleicht hätte man da auch einen kleinen Wert drauf legen sollen in der Berliner Auszeit, den Angriff. Aber das ist stark gespielt an den Kreis, aber übertreten. Und da kommt der für Schwerin, läuft und Stefanie Lars mit dem 16:12. Und da konzentriert man sich in der Auszeit, wie man Konter von Bartlau abfängt und kriegt ihn dann auf der anderen Seite. Ironie eines Trainerschicksals, würde ich sagen. Oh,
ein einfacher Treffer. Ulrike Hamann. Aber wie soll es auch sonst funktionieren für den Berliner? Ihm fällt momentan wenig ein. Die Schweriner Abwehr steht gut, arbeitet gut. Das Publikum ist zufrieden. Das können Sie sagen. Und der Block gegen Bank und der Konter der Berliner. Und Bartlauf fängt ihn ab, also richtig fangen tut sie natürlich nicht. Da sind sich Labs und Lars im Weg. Und Bank mit dem Pfostentreffer. Schwacher Pass. Hamann kann ihn sichern. Der Ball landet am Gestänge. Aber ich denke, auch Anna Pöschel wäre da gewesen. Zu wenig Druck im Berliner Spiel. Freiburg. Genau, und dann gibt es Auszeit. Vom SV Grünwald-Schwerin, auch da wollen wir mal reinhören. So. Joda kommt jetzt nochmal zurück. Vivi kommt jetzt nochmal rein. Du sagst jetzt nochmal eine klare Sache an. Wir haben jetzt genug noch Zeit zu spielen. Ich möchte nicht, dass wir jetzt überhastet abschließen. Wir spielen so lange, bis der nächste frei ist. Aus der Welle heraus. Schön auf die Nahtstelle ziehen. Die Abwehr wird in der Mitte gespalten durch die Dani und dann geht's los. Ja? Feuer nochmal. Ja, da haben sie sich ja was vorgenommen auf grün-weißer Seite. Eins, nur eine klare Ansage bezüglich der Angriffe und kein Gegentor jetzt. Also 1 Minute 40, kein Gegentor. Wir sind gespannt, ob seine Mädchen das halten können. Künzel macht auf jeden Fall den Treffer für Schwerin. 17-13. Er hat man jetzt auch wieder im Spiel für Bank. Das war auch nochmal eine Maßnahme zur Auszeit. Ja, Bank. Verdammt, aber wenig Erfolg gemacht und da ist der Gegentreffer. Hamann. Und Schwerin ist schon wieder unterwegs. Schnell gespielt, Künzel, Treffer für Schwerin. Und Ernst bleibt auf dem Boden liegen und es gibt 2 Minuten. Es gibt 2 Minuten gegen Ulrike Hamann, wenn ich das richtig gesehen habe. Damit geht's weiter. Letzte Minute also der Berliner TSC in der ersten Halbzeit in Unterzahl. 18:14. Der Spielstand in Schwerin steht gut. Zu wenig Bewegung, auch von der Außenposition. Da müsste vielleicht immer ein Kreuz erfolgen. Das ist zu wenig von Berlin. 30 Sekunden. Das ist das passive Spiel. Musste ja kommen. Und jetzt auch abgepfiffen. Und Ernst nimmt die falsche Seite.
Der Pass auf Bartlau wäre der bessere gewesen. So hat Rostadt die Möglichkeit, den Ball akrobatisch abzufangen. Und wir haben noch 8 Sekunden innerhalb der Reihen. Ein Abschluss muss da noch kommen. Abgepfiffen und der Kräuterfischmarin läuft. Jessie Labs. Sie musste werfen, die Zeit war um. Rainer hält den Ball und so ist Halbzeit zwischen dem SV Grünwald-Schmarin und dem Berliner TSC. 18-14. Das ist eine tolle Aufgabe hier in der Sporthalle an der Reiferbahn, genannt die Hölle. Wir haben die Achtelfinalauslosung bei den Männern und Frauen hier. Auslosung, ja, gucken wir mal, Landespokalauslosung hier im Handball. Wir stellen mal die Beteiligten vor. Hier ist die Glücksfee auf meiner Seite. Das ist, jetzt gucke ich mal, Frau Jana Dischauer, Kapitän, zweite Mannschaft. Und dann haben wir den Thomas Schweder. Und dann haben wir natürlich hier unseren Präsidenten Thorsten Fädchenhauer. Fädchenhauer, ich übergebe euch jetzt das Mikrofon und dann geht's los. Liebe Sportfreunde, wir losen heute aus das Achtelfinale im Landespokal und wir beginnen mit den Frauen. Nö, das machen wir ganz anders. Ladies First zieht den Heimverein und der Chef vom Ganzen zieht den Gastverein. Also bitteschön. Traust dich nicht? Heimverein ist Stralsunder HV 2. Kannst schon die zweite lösen? Wir losen hier erstmal die Männer aus. Und der Gast ist HC Empor Rostock 2. Zweite Begegnung, Heimverein VfL Blau-Weiß Neukloster. Und der Gastverein SV Warnemünde 1. Heimverein des dritten Spiels Güstrower HV 1. Und der Gast ist der Ribnitzer HV. Nächstes Spiel Handball SG Greifswald erste Mannschaft. Müssen wir mal gucken. Ja, bleibt Heimverein Handball SG Greifswald erste Mannschaft und der Gast ist der Schwaner SV. Nächste Begegnung Plauer SV und der Gastverein ist HSV Insel Usedom 2. Bringst du die mal da vorne hin, damit er das für die Frauen vorbereiten kann? Nächste Begegnung Staffenhagener SV. Moment, mal gucken. Wenn jetzt nämlich ein Verbandsligist bei ist, müssen wir das Heimrecht tauschen. Ja, Heimrecht wird getauscht. Heimrecht hat der Hagenower SV und Gastmannschaft ist der Staffenhagener SV. Nächste Partie, Heimverein HSG Uni Rostock. Und der Gastverein ist SSV Einheit Teterow. Und die letzte Begegnung bei den Männern, HSV Peenetal-Lütz, zweite Mannschaft. Und der Gast ist, oh, hier müssen wir tauschen, Heimverein ist der Bezirksligist Velane SV. Und der Gast ist die zweite Mannschaft des HSV Peenetal-Lütz. Damit hätten wir die Männer ausgelost. Ja, jetzt kommen die Damen. Da ist ja auch Grün-Weiß mit dabei. Wir belassen jetzt dabei. Zu meiner Linken wird der Heimverein gelost. Oder soll das lieber der Chef machen? Erste Begegnung. SV Pädagogik Rostock. Und das bleibt so gegen den SV Kriewitz. Zweite Begegnung, HSV Peenetal-Lütz. Gegen VfL Blau-Weiß Neukloster. Nächste Partie, SV Warnemünde 1.
Hier müssen wir das Heimrecht tauschen. Heimrecht hat Wolgaster HV, Gastmannschaft SV Warnemünde 1. Heimrecht SV Warnemünde 2. Gegen die SG Bützow-Güstrow. Heimrecht, immer noch, aktuell, SV Grün-Weiß-Schwerin 2. Und jetzt muss der Chef feststellen, ob wir hier bleiben oder ob wir auswärts spielen. Wir gucken, ob er Fahrgeld bezahlen muss oder die Halle. Er hat sich für die Halle entschieden. Gegen den Stralsunder HV. Heimrecht hat Staffenhagener SV. Und Staffenhagen spielt, nein, wir müssen tauschen. Heimrecht hat die HSG Greifswald. Und Gast ist dann der Staffenhagener SV. Nächstes Spiel, Heim, HSV Grimmen. Gegen den Mecklenburger SV und das letzte Spiel SSV Einheit Teterow gegen SV Eintracht Rostock. Die Spiele finden am 5. und 6. Januar statt. Damit ist die Auslosung beendet. Dankeschön. So, auf geht's in Halbzeit Nummer 2 zwischen SV Grün-Weiß-Schwerin und dem Berliner TSC. Und ich bin sehr gespannt, wie die beiden Mannschaften aus der Kabine kommen. Der Berliner muss im Angriff deutlich mehr einfallen, jetzt Fuß entschieden. Wenn die Schwerin der Abwehr weiter so gut steht wie bisher und so wenig Flexibilität im Berliner Angriff vorhanden ist, dann könnte das hier böse ausgehen für die Gäste. Stefanie Lars. Und der Torwartwechsel hat scheinbar was gebracht bei den Berlinern. Juliane Meyer hält den ersten Ball. Und sie hält auch den zweiten gegen Vivian Erdmann. Und noch Anna Pöschel auf der Höhe. Auch wenn der Ball jetzt abgepfiffen war, die Schweriner Abwehr nicht ganz so offensiv, nicht ganz so aggressiv wie noch Ende der ersten Hälfte. Oh, klasse Anspieler an den Kreis und Meyer hält den dritten Ball in Folge. So kann man natürlich auch in den Spiel zurückkommen. Abgepfiffen.
Meier hält auch Ball Nummer 4. Eine beeindruckende Bilanz. 4 Bälle, keiner war drin. Jetzt haben wir bewegt die Variante. Hamann und der Treffer für Berlin, der erste Treffer für den Berliner TSC. Und der Schweriner Express rollt bereits wieder. Kerstin Labs, da hat sie die Lücke und dann macht sie ihr Tor. 19:15. Da klatscht auch neben ihr Quas und Kidjette. Sieht gut aus für Schwerin bisher. Ja. Glaubst du, sie gewinnen? Ja. Ich darf es ja verraten, die hört mir ja gerade nicht richtig zu. Vor dem Spiel hat sie noch unentschieden getippt. Hat den Berlinerinnen mehr zugetraut, als es jetzt im Moment tut. 4 Tore Vorsprung für Grün-Weiß-Schwerin. Aber wir wissen bereits, dass das im Handball nicht verheißt. Vor allen Dingen nicht, wenn noch 26 Minuten zu spielen sind. Und jetzt gibt es 7 Meter für Berlin. Oh, der Ball geht weit drüber von Hamann. Ja, ganz niedliche Aktion hier neben uns. Was Kind hätte. Aus Aberglauben wollte sie nicht hingucken. Und nach dem Wurf hat sie wahrscheinlich so manch Berliner gedacht, hätte ich mal nicht hingeguckt. Jetzt. Das ist eine sehr interessante Entscheidung der Schiedsrichtergespanns. Erst der Abpfiff gegen Erdmann und die Zielrichtung für den Berliner TSC. Dann 2 Minuten wegen Schubsen gegen Marlene Mathieu. Und ich denke, damit bleibt es bei Ballbesitz für den Berliner TSC, aber es gibt für sie weiterhin Unterzahl. Und da steht sie wieder, Vivian Erdmann. Hat er was auf die Kauleiste bekommen? Einmal auf die Zähne beißen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann geht es weiter. Einmal die Vergewisserung des Schiedsrichters, ob auch die 2-Minuten-Strafe aufgenommen wurde vom Kampfgericht. Man sagt natürlich, wir haben aufgepasst. Die 2-Minuten-Strafe gegen Mathieu ist aufgenommen. Und Schwerin verteidigt jetzt sehr offensiv am 9 Meter. Und Lars fast mit dem Erfolg. Passives Spiel, der Schiedsrichter bereits angezeigt. Jetzt müssen die Berliner abschießen. Dubrovski soll es machen. Scheitert an Pöschel. Und die Berliner sind gut zurück. Und Erdmann mit Schwung über Außen. Der Heber. Und Meier. Ein starker Rückhalt für die ersten. Jetzt 6 Minuten im Berliner Tor. Aber das Problem der Berliner liegt momentan auch nicht in der Defensive, sondern in der Offensive. Da fällt ihnen noch zu wenig ein. Oh, das Tor zurückgepfiffen. Berliner Bank versucht, das als Motivationsschub zu nehmen. War ja ein schönes Tor, auch wenn es nicht zählt. Hamann mit Glück, dass der Ball noch weiterkommt zu Schwarz. Passives Spiel angezeigt.
Jetzt müssen sie wieder stellen. Und jetzt ist es schwarz. Und der Ball ist drin. Mit ein bisschen Gewalt und ein bisschen Glück ist der Ball dann drin. Und Berlin verkürzt auf 19-16. Und dann wollte jemand hier anschleichen, den Ball möglicherweise abfangen. Das gelingt nicht. Benny Künzel ausgepumpt, hat es gesehen. Und er hat mal, der Ball ist auch drin. Meier mit der Hand am Ball. Da sind bereits 7,5 Minuten gespielt in der zweiten Hälfte und da ist das nächste Tor. Schibrowski mit dem Anschluss. Und da deutet sich ein Wechsel auf Schweriner Seite an. Jessica Jander wird kommen. Mann auf der Außenposition für Stefanie Lars. So ist es. Ja, kaum ist sie drin, dann macht sie ihn rein. Jessica Janne. Ich glaube kaum, dass er so viele Einwechslungen im Handball gibt, die sich so dermaßen schnell bezahlt gemacht haben. Und 7 Meter Entscheidung für die Berliner, rausgeholt von Bob Carr. Und antreten wird schwarz gegen Anna Pöschel. Sicher verwandelt. Ja, Stürmer Paul entschieden gegen Künzel, richtig. Und ein schneller Angriff. Unterbunden. Gibt es einen Wechsel auf Berliner Seite. Schibrowski hält sich die Hand, hat sich da wehgetan scheinbar. Und Caroline Haut füllt die Berliner wieder auf. Und schwarz scheitert an Anna Pöschel. Es gibt nur Freiwurf für Kerstin Labs. Ist trotzdem zufrieden mit ihrer Aktion. Oh, da schläft die Berliner Abwehr. Haben sie alle mit der Pass in die Mitte gerechnet. Haben sie Glück, dass Labs das nicht zum Tor ausnutzen kann. Aber trotz der Aufregung, die Andreas Bartlau an der Bank hat, scheint sehr zufrieden zu sein mit seiner Abwehr. Hamann, unvorbereitet das Ganze. Oh, da wird Jan da umgerissen.
Gibt nur Freiwurf. Und Julia genannt Joda Wenk. Wird gleich wieder ins Spiel kommen. Oh, klasse Parade von Meier gegen diesen Wurf von Künzel. Macht eine ganz starke Partie. Hamann, Tor! Das angesprochene Wechsel. Wenk wieder im Spiel für Lab jetzt. Landa, spitzer Winkel. Am Tor vorbei. Oh, das, oh, da hat die Schweriner Abwehr geschlafen. Schwarz toll gesehen. Verkürzt auf 21:20. Ein Spielstand oder ein zusammenkommendes Spielstand, was man aufgrund des rein optischen Blicks gar nicht vermuten würde. Und Meier wieder. Diesmal gegen Bartlau. Und ich denke, da liegt auch das Berliner Geheimnis. Im Tor mit Juliane Meier. Und dass man vorne jetzt auch das Tor mal wieder trifft. Feng scheitert am Block von Schwarz. Wobei sie mit Mittellinie jetzt wieder schnell gehen müssen. Hat sie das Spiel noch nicht angezeigt. Und auch vorher ist nicht. Jetzt das passive Spiel. Künzel an Schwergestänge. Wenk hat den Ball. Passives Spiel wieder aufgelöst. Und jetzt haben wir dieselbe Situation wie vorhin auch schon. Also das nenne ich Kuriosität der Ereignisse. Es wird wieder Abwurf oder Freiwurf für den Berliner TSC geben, weil dieser Pfiff kam früher. Dementsprechend gibt es Ballbesitz für den Berliner TSC. Aber 2 Minuten für das Schubsen gegen Marlene Mathieu. Ihre zweiten 2. Die ersten gab es ja. Wie gesagt, bei der ersten Aktion ebenfalls gegen Vivian Erdmann. Ja, und dann stehen wir nach knapp 14,5 Minuten in der zweiten Halbzeit an einem Punkt, wo die Berliner hätten hier den Ausgleich herstellen können. Stattdessen Konter Schwerin abgefangen. Eine Menge Nervosität im Spiel. Eine Menge Spannung im Spiel. Schlimmer Foul. Clever gemacht von Wendy Künzel. Da beschwert sich das Schweriner Publikum. Das wäre doch Zeitspiel gewesen von den Berlinern. Aber ich denke, das war nichts. Nicht beabsichtigt. Der Ball fällt wieder auf den Fuß. Ah, Berliner. Die Trainerin weiß ihre Spieler zurecht, aber sie weiß gar nicht, was sie getan haben soll. Also sie geht mit der Schulter in Wendy Künzel rein und dieser nimmt das dankend an und kriegt dafür das Stürmerfoul. Richtig entschieden vom Schiedsrichter gespannt. Und Meier hält diesmal gegen Wenk.
Und der Berliner schnappt mir richtig Morgenlauf, tolle Finte. Sarah Bobka rutscht da aus, kann deshalb kein Kapitalschlag, Gegenseite, er hat 7 Meter. Und 2 Minuten oben drauf. Gegen Vivian Schwarz. Und jetzt sehen wir noch einen Torwartwechsel auf Berliner Seite. Jennifer Höft kommt für den 7 Meter. Sicherlich nur für den 7 Meter, ja, genau so ist es. Es gibt momentan keinen Grund, Juliane Meyer ansonsten aus dem Spiel zu nehmen. Künzel. Scheitert. Das war hier nicht zu sehen von, aber ich glaube, der Ball ist an den Pfosten gegangen. Schwerin. Machen sich das Leben hier selber schwer. Wenn sich das am Ende mal nicht rächt. Bank, klasse aufgepasst. Jona Bank mit ihrer Chance und dem Lattentreffer. Kann es denn wahr sein? Da muss man schier verzweifeln an der Bank. Ich bin gerade sehr beeindruckt von der Ruhe von Andreas Bartlau. Auch da wird gleich das passive Spiel kommen. Da haben sie die Schiedsrichter. Und es gibt 7 Meter. 7 Meter für den Berliner TSC. Vivian Erdmann guckt ein wenig verwundert, aber sie stand im Kreis und deswegen der 7 Meter. Und Nabilek für den 7 Meter zum Tor. Und den dritten an gegen Nikola Dybrowski. Ist das der Ausgleich? Nein! Auch der Ball vorbei. Was ist denn los hier? Das Schweriner Publikum legt jetzt nochmal einen Zacken zu. Wollen das Spiel nochmal positiv beeinflussen jetzt für ihre Mannschaft. Künzel, sie kriegt den 7 Meter gegen Hamann. Es gibt wieder den Torwartwechsel. Wieder kommt Jennifer Höft rein. Am letzten Mal hat sie den Ball schön weggeguckt. Schauen, ob ihr das gegen Vivian Bartlau auch gelingt. Und sie hält den Ball. Da kriegt sie Lob von der ganzen Bank, aber wenn ich das Gesicht gesehen habe, hat sie daran selber nicht geglaubt. War sehr überrascht, dass sie den Ball an die Hand kriegte. Aber sie macht alles richtig. Hammer, Tor! Und da ist der Ausgleich für den Berliner TSC. Ja, wenn man so lange drum bettelt, irgendwann sagt der Gegner Danke. Ungläubige Gesichter hier. Auf der Tribüne neben mir. So richtig kann man nicht fassen, was hier gerade vor sich geht. Nabilek jetzt ins Tor für Pöschel. Auch wenn es an Pöschel nicht gelegen hat. Die Schweriner Hauptverantwortliche Ilgard Wendorf hat vor dem Spiel gesagt, Schwerin möge möglichst seinen schwachen zweiten Halbzeiten beibehalten und auch gegen den Berliner TSC auspacken. Schwerin ist da auf einem guten Wege. Muss noch einmal gewischt werden.
Mal die Gesichter auf der Schweriner Bank. Ich will nicht sagen, dass man Angst sieht, aber die Anspannung. Das Kribbeln, das ist da. Passives Spiel angezeigt. Schöner Kreis ans Spiel. Und 7 Meter. Und Jennifer Höft. Kommt wieder ins Tor, wie gegen Wendy Künzel. Und diesmal gelingt ihr nicht das Erfolgserlebnis. Die erneute Führung für Grünwald Schwerin. 22-21. Und jetzt können wir davon ausgehen, es geht in die letzten 10 Minuten dieses Spiels. Wir werden eine heiße Schlussphase erleben. Ein spannendes Spiel bis zum Ende. Ja, ein guter Pass und der Ausgleich für Berlin. Zybrowski, 22-22. Künzel lässt den Ball fallen. Und Labs wird gleich zurückkommen ins Spiel. Ich denke mal für Wenk. Erdmann am Tor vorbei. Da springt man sogar schon auf der Berliner Bank. Ein wenig verfrüht, aber die Emotionen, die sind spürbar, die sind greifbar hier in der Reiferbahn. Auch Stefanie Lars wird wohl gleich zurückkommen. Diesmal nicht abgepfiffen. Jetzt kommt Labs für Wenk. Und Künzel mit was für einem Treffer. Steigt hier hoch, nagelt das Ding genau rechts oben in den Giebel. Da passt nichts dazwischen. Nicht zu halten für Meier. 23-22. Schönes Kreisanspiel, der Ball ist drin. Nabelek hat zwar die Arme dran, aber der Ball fährt rein. Jentke mit dem Treffer, 23-23. Ja, die Schweriner haben die Berliner wieder stark gemacht. Jetzt wundern sie sich, dass sie aufmüpfig werden und hier tatsächliche Punkte mitnehmen wollen. Erdmann ans Holz. Sieben Minuten noch auf der Uhr. 23-23. Berliner Bank und die paar Berliner Fans oben auf der Tribüne machen sich bemerkbar. Aber Ballgewinn für Grün-Weiß-Schwerin.
Passive Spiele angezeigt. Der Arm ist oben von den Schiedsrichtern wieder ans Holz. Vivian Erdmann. Und der Ball wird den Berlinern zugesprochen. Noch 6 Minuten. Also wer immer heute einen Krimi erleben wollte, das erste öffentlich-rechtliche Fernsehen war die falsche Adresse. Man hätte heute in eine Reifebahn kommen müssen. Und Nabilek mit der Parade. Und damit wieder Vorteil bei Schwerin. 5 Minuten noch, 23 zu 23. Künzel, gut abgefangen. Haben die Schweriner, die Berliner gut verteidigt. Und auch da dürfte gleich wieder das Zeichen für das passive oder umgangssprachlich gerne Zeitspiel kommen und Meier hält den Ball. Und jetzt springen schon 2 auf der Berliner Bank auf. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt im Laufe dieser letzten, jetzt noch 4 Minuten. Und der Tor, das Tor von Vivian Schwarz und die Führung für den Berliner TSC. Nochmal Wechsel bei Schwerin. Steffi, du bekommst für Bad Lau. Dube scheitert an Meier. Jetzt springen 4 auf der Berliner Bank auf. Das sieht ein wenig aus wie abgesprochen. Wenn man den Sport denn so beeinflussen könnte. Auch wenn es jetzt gut für sie aussieht, noch knapp 3 Minuten 15. Der Filas dazwischen holt den Ball. Und der Konter läuft. Kerstin Lörbs auf dem Weg zum Ausgleich. Der Strahlenausgleich. 3 Minuten noch. 24-24. Der Vorteil liegt zweimal noch beim Berliner TSC. Dadurch, dass sie den Ballbesitz haben. Aber es ist alles drin in diesem Spiel. Es wird gleich noch einen Wechsel geben auf Berliner Seite. Röscher wird wohl noch mal kommen. Und das Tor von außen für die Berliner. Nafro. Sandra Nafro trifft zum ersten Mal in diesem Spiel. Zu einem sehr, sehr wichtigen Treffer. 2,5 noch. Und Auszeit genommen. Vom SV Grün-Weiß-Schwerin. Leute, es ist immer noch genügend Zeit. Ja? Wir sagen einfach mal eine klare Geschichte an. Die wird auch konsequent durchgespielt. Ja? Und hinten in der Abwehr werden wir jetzt keinen mehr zulassen. Auf keinen Fall. Es muss geredet werden und rechtzeitig rausgetreten werden. Wir lassen kein Gegentor mehr zu und vorne machen wir den jetzt richtig rein. Wir gehen dann in den Gegenstoß. Los, wir holen uns doch hier. Weg! So. Also einiges an Selbstvertrauen an Andreas Bartlau in seine Mädchen reingepflanzt. Wir kriegen jetzt kein Gegentor mehr. Bei 1,20 hat es nicht geklappt. Jetzt bei 2,10. Schauen wir mal. Aber er sagte auch, wir haben noch genug Zeit. Und wir spielen es jetzt sauber durch. Aber da ist niemand. Kerstin Labs wirft den Ball weg.
2 Minuten noch. 24, 25. Ja, die mitgereisten Berliner Fans schnuppern hier Morgenluft. Und zwar ganz gewaltig. Und nicht zu Unrecht. Hamann, der ist drin! 28, 28 auf der Uhr in der zweiten Halbzeit. Und der Berliner TSC führt in Schwerin mit 2 Treffern. Künzel, Meier hält! Meier hält, der Konter für die Berliner läuft! Eine Minute noch. Sollte der Angriff erfolgreich zu Ende geführt werden. Froscher war den Konter gelaufen. Dann ist das Ding hier gelaufen. Schwerin entscheidet sich nicht für eine offensive Deckung. Also schon für eine Offensive, aber für keine Manndeckung. Von außen übertritt. Und Schwerin noch mit der Chance. Aber da muss jetzt was kommen. 40 Sekunden noch. Ein schnelles Tor. Schwerin braucht ein schnelles Tor. 30 noch. Stefanie Lars wird da zurückgepfiffen. Und das dürfte es dann gewesen sein. 10 Sekunden sind es noch. Da sind 2 Tore auch im Handball nicht mehr aufzuholen. Der Ball ist noch nicht weg, aber es sind nur noch 4 Sekunden. Künzel, Meier hält und das ist das Bild dieses Spiels. Juliane Meier und ihre starke Leistung bringt den Berliner TSC hier den Sieg beim SV Grünwald-Schwerin mit 24 zu 26. Ja, die Reiferbahn ist leise, das Spiel ist vorbei und es ging erneut verloren. 24 zu 26 am Ende aus der Sicht des SV Grünwald-Schwerin. Und um uns das zu erklären, habe ich mir jetzt Ralf Grünwald geholt, ein Mitglied des Trainerteams, der mir jetzt erklären wird, warum ihr gerade verloren habt. Das ist natürlich immer schwierig, nach so einem Spiel voller Emotionen, dann am Ende 2 Minuten später schon zu sagen, woran es hat gelegen, kann man schwer sagen. Mein erster Eindruck war, wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Wir haben 18 zu 14 gewonnen, haben wir gewonnen die erste Halbzeit und haben eigentlich genau das gemacht, was vorher gesagt worden war. Und es hat alles auch super geklappt.
hatten. Ne? In der zweiten Halbzeit haben wir nachgelassen, zum einen. Zum anderen muss man einfach sagen, der Matchwinner in diesem Spiel war, glaube ich, die Torfrau der Berlinerin. Juliane Meier. Juliane Meier, die wirklich das nahezu zugenagelt hat auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer den Schützen dann den Vorwurf machen, dass sie falsch werfen oder zu schlecht werfen oder eben halt zu genau werfen wollen. Ich glaube, das war in der zweiten Halbzeit 4 oder 5 Mal Pfosten und Latte. Das nützt uns nichts, aber bleibt zu sagen, mit 6 Toren kannst du kein Spiel gewinnen in einer Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit waren es exakt 6 Tore, die wir geworfen haben, und das reicht halt nicht. Ja, dann wären wir beim Problem Tor, Chancen, Auswertung. Das war auch das einzige Wort, was ich von Andreas Bartlau hörte. Erneut. Was kann man da im Training noch machen? Ja, wir üben schon sehr viel im Training. Also Torwürfe, Auslöserhandlungen und so weiter, das machen wir alles. Es ist einfach wahrscheinlich irgendwann mal eine Frage des Kopfes, und es ist auch mal wahrscheinlich auch eine Frage, irgendwann muss mal der Ruck durch die Mannschaft gehen, und dann wird das auch wieder klappen, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben keine schlechtere Mannschaft als im letzten Jahr. Ne, es ist einfach in irgendeiner Art und Weise der Wurm drin, hat man so das Gefühl. Wir kriegen das einfach nicht hin, 60 konstant gleiche Minuten zu spielen. Es fehlt immer irgendwo da mal eine Halbzeit, es fehlt da mal 20 Minuten. Dann ist der eine Spieler nicht gut drauf, dann ist die andere Spielerin nicht gut drauf, aus verschiedenen Gründen. Und in dieser dritten Liga musst du immer auf dem gleichen Niveau spielen, immer auf dem hohen Niveau, das geht nicht anders. Ein Vorschlag jetzt mal von uns, vom Schweriner Fernsehen. Wir würden einfach beim DHB beantragen, Grünwald spielt nur noch die erste Hälfte, und dann müsste das eigentlich laufen. Ja, das haben wir auch schon mal versucht, aber auch das funktioniert nicht. Also man muss letztendlich muss man 2 vernünftige Hälften spielen. Wir können ja mit der Deckung gar nicht unzufrieden sein. Also ich meine, ich weiß nicht, wie viele Tore es waren, 26, glaube ich. Ja, 24, 26 am Ende. Da kann man nichts sagen. Die Deckung hat eigentlich vernünftig gestanden. Wir haben einfach das nicht verstanden, vorne unsere Chancen zu nutzen. Ganz klar. Ja, es gab auch eine Phase im Spiel, so um das 2020 herum, wo man gedacht hat, jetzt werfen die keine Tore mehr, jetzt wollen sie nicht mehr. Wie so eine Phase im Spiel zu erklären, ist das Nervosität? Na, das ist ja so, wir haben mit 4 Toren geführt, und dann werfen die ein Tor nach dem anderen immer langsam. Also sie haben ja nicht immer schnelle Angriffe oder sonst irgendwas, sie haben alles rausgespielt, hatten ein bisschen Glück und haben dann eben halt auch manchmal solche Gurken reinbekommen. Es ist alles möglich, aber wir haben vorne unsere Sachen nicht gemacht. Und dann wirst du unruhig. Wirfst du nochmal, wieder hält sie. 7 Meter wird gehalten, der zweite geht an die Latte. Auch das kommt alles immer dazu. In der ersten Halbzeit haben alle 7 Meter gehasst, waren alle 7 Meter drin. In der zweiten Halbzeit gehen dann eben 2 daneben. Dann geht einer an den Pfosten, 3 hält sie oder 4. Und dann wird man unruhig, ganz logisch. Kann ich nachvollziehen. Ja, wie kriegt man die Mädels jetzt wieder aufgebaut? Vielleicht mit vorgezogenen Weihnachtsgeschenken, um die Stimmung ein bisschen zu heben? Ja, wir werden uns da was einfallen lassen. Klar, das kann ja nicht so bleiben. Wir können jetzt nicht da irgendwo immer pessimistisch sein oder so. Ne? Wir haben jetzt noch 2 wichtige Spiele gegen Mannschaften, die unmittelbar vor uns sind. Nächste Woche gegen Aufschlag und in 2 Wochen zu Hause gegen Alt-Landsberg. Und da müssen wir einfach sehen, dass wir irgendwie den Schalter umlegen. Und dann werden wir auch wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Da bin ich mir relativ sicher. Ja, so, und hier sind wir wieder bei den Quasselkids des SV Grünwald-Schwerin, und die Quasselkids, die fragen die Profis, wenn man das so möchte. Heute das Quasselkind Jette hat sich Stefanie Lars ausgesucht, und Stefanie wird ihr jetzt Rede und Antwort stehen. Jette? Wie fandest du das Spiel heute? Ja, natürlich nicht so gut, weil wir ja verloren haben, aber ich denke mal, war ganz schön spannend, würde ich mal sagen, ne? Weil es immerhin hin und her war. Ja, aber leider verloren. Hast du irgendwelche komischen Gefühle dabei? Ja, also verlieren ist nicht so schön. Ne? Also man will ja immer noch versuchen, dass der Sieg dabei rauskommt, aber leider hat es nicht geklappt. Wie alt bist du? Wie alt? Ich bin 27. Und du? 8. Ach so. Okay. Wann hast du Geburtstag? Darf ich das so sagen? 21.08. Also erst wieder im Sommer. Wann habt ihr Trainingszeiten? Na, wir haben ja immer Dienstag, Donnerstag und Freitag hier in der Halle Training. Und dann haben wir sonst immer noch zusätzlich Krafttraining bei Herrn Schuld. Montag. Ist das anstrengend, was ihr macht? Ja, das ist schon ganz schön anstrengend. Ne? Man will sich ja immer auch verbessern, deswegen ist das ganz schön anstrengend. Fandet ihr die Gegner heute schwer oder dachtet ihr was anderes? Nee, doch, wir haben schon damit gerechnet, dass sie schwer sind. Aber ich fand, die Torhüterin war nachher mit der entscheidende Punkt, dass das so schwer wurde. Die gegnerische Torhüterin hat ganz schön gut gehalten nachher. Du hast gemerkt, dass dir die Zuschauer hier alle beigetragen haben und alle.
Ja, also die, auf die kann man sich natürlich immer verlassen. Ne? Die feuern uns bis zum letzten, bis zur letzten Sekunde feuern die einen immer an, dass wir immer noch gewinnen. Und das finde ich auch toll. Wie fandst du denn das Spiel? Gut. Ja? Ja. Aber das Ergebnis nicht so, ne? Hat mir was Besseres vorgestellt. Ja, ich mir auch. Muss nächstes Mal dann wiederkommen, damit das dann besser wird. Ne? Sind die Spielzeiten gut für euch? Ja, Sonntag geht, ne? Kannst schön Mittag essen und danach fährst du zum Spiel und eigentlich ist die Spielzeit ganz gut. Für die Gegner ist es natürlich schlecht, wenn die von weit weg kommen, ne? Die müssen dann ganz schön lange fahren am Sonntag und dann sind die halt alle spät zu Hause. Aber es geht uns ja bei den anderen Mannschaften genauso. Ich denke, das war die letzte Frage von Quasselkid. Jette, ich bedanke mich damit, dass du mitgemacht hast, Stefanie natürlich auch, für die netten Antworten. Und ne, dann gucken wir uns mal aus, wen wir denn beim nächsten Heimspiel haben, wenn die Quasselkids wieder die Profis fragen. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.